Ho, ho, ho. Mein Name ist Clemens Frost. Und wie du weißt, ich liebe Weihnachten. Aber wusstest du auch schon, dass ich Kinder liebe? Und schon immer selbst welche haben wollte? Nein? Na dann wird es dich vielleicht noch mehr überraschen, dass ich gerne 100 Kinder bekommen würde. Und alle, die jetzt meinen, Clemens, du kannst keine Kinder bekommen. Du bist doch ein Mann. Denen kann ich nur sagen, ich bin nicht irgendein Mann. Ich bin der Weihnachtsmann. Und wenn ich sage, ich möchte 100 Kinder bekommen, dann bekomme ich 100 Kinder. Hallo, ich bin Ellie Jenix und heute verkünde ich euch mein Weihnachtsspecial. Viel Spaß! Mein Weihnachtsspecial ist ja kein Geheimnis mehr. Ich habe es bereits in meinen Let's Plays und auch auf Twitch verkündet, aber in diesem Video erzähle ich euch jetzt nochmal alles, was ihr wissen müsst. Am Samstag, den 10. Dezember ab 9 Uhr wagen wir uns an einen 100 Baby Challenge Speedrun heran. Stattfinden wird das Ganze auf Twitch. Das bedeutet, wir beginnen mit der Challenge um 9 Uhr und der Stream endet erst, wenn wir 100 Babys bekommen haben. Sollte das Ganze übrigens länger als 12 Stunden dauern, werden wir an einem anderen Tag weiterspielen, denn mehr als 12 Stunden zu streamen ist einfach unmöglich. Zumindest für mich. Aber 8,3 Babys pro Stunde ist doch wirklich kein Problem. Oder? Dieser Stream ist übrigens nicht nur mein Weihnachtsspecial, sondern auch als Dankeschön an euch gedacht, da wir hier auf YouTube tatsächlich schon bei über 2000 Abonnenten sind. Deshalb wird es im Stream wieder auch ein paar Kleinigkeiten für euch geben. Erstens werde ich Sims 4 Sets verlosen, leider nur für den PC, weil das für Konsolen irgendwie nicht so ganz funktioniert oder ich habe einfach noch nicht verstanden, wie es funktioniert. Zweitens wird es ein Glücksrad geben, das durch unterschiedliche Aktionen ausgelöst werden kann und je nachdem, was dabei herauskommt, gibt es Herausforderungen für mich oder Kleinigkeiten für euch. Zum Beispiel könnt ihr den VIP-Status in meinem Twitch-Chat für einen Monat gewinnen, eine Weihnachtskarte von mir bekommen oder ich muss euch einen Witz erzählen. Oder das nächste Kind von Clemens muss Bärbeldus heißen. Und ja, die Sachen können auch mehrmals herauskommen. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Kinder am Ende des Tages Bärbeldus heißen. Falls du übrigens noch Ideen hast, was auf diesem Glücksrad auf keinen Fall fehlen darf, schreib mir diese sehr, sehr gerne in die Kommentare. Aber jetzt schauen wir am besten gleich mal bei Clemens vorbei und ich erzähle euch ein wenig mehr von den Regeln der Challenge. Wie wir schon sehr gut sehen können, hier oben in diesem Schloss wohnt unser Mr. Clemens. Und natürlich sind wir in Mount Comoraby. Und hier haben wir jetzt unseren Clemens Frost. Er sieht unglaublich glücklich aus. Oder auch nicht. Auf jeden Fall habe ich im Create a Sim eben eingegeben, dass er Kinder bekommen kann, also dass er schwanger werden kann. Und das ist das Haus, das ich mir für die Challenge heruntergeladen habe. Und das ist unser Haus, in dem wir spielen werden, obwohl es eigentlich eher ein Schloss ist. Und zwar ist es das Christmas Castle von Creatorin Chicky5872. Es ist zwar schon sehr, sehr alt, aber es sieht wirklich unglaublich schön aus, aber das zeige ich euch am besten gleich. So sieht das Haus von draußen aus. Es hat sehr viele Stockwerke, also ich glaube, darin zu spielen könnte ein wenig anstrengend sein. Es ist eben auf den Weihnachtsmann und seine Elfen ausgerichtet, deshalb sind hier auch sehr viele von diesen Werkbanken, aber es gibt auch sehr viele Spielsachen. Hier haben wir einen großen Tisch, eine riesige Küche, noch einen großen Tisch, also Platz für unglaublich viele Kinder. Ich habe schon ein paar Kleinigkeiten auch umgebaut, also im oberen Stock waren hier nur Kinderbetten und ich habe Kleinkinderbetten platziert, da wir ja auch sehr viele Kleinkinder haben werden. Dann ist hier noch ein Schlafzimmer, hier haben wir Badezimmer und noch ein Schlafzimmer. Da ist dann das Hauptschlafzimmer, also hier wird Clemens dann leben und hier sind dann auch noch Einzelbetten. Also es sollten hier wirklich jede Menge Kinder Platz haben und sobald ein Sim zum jungen Erwachsenen wird, muss er oder sie sowieso wieder ausziehen. Vielleicht möchtest du diese Challenge ja auch spielen, vielleicht sogar während ich sie spiele, dann können wir ja sozusagen ein Wettrennen machen, wer als erstes das 100. Kind bekommt. Und weil ich mir eben vorstellen könnte, dass das auch eine sehr schöne Challenge für den ein oder anderen von euch wäre, erzähle ich euch jetzt noch ganz kurz, welche Mod-Einstellungen ich dazu getroffen habe. Vorab vielleicht wichtig zu erwähnen, ich habe tatsächlich den ganzen Custom-Content
und auch die meisten Mods aus meinem Spiel herausgenommen. Tatsächlich habe ich nur mehr 3 Mods drinnen, den Wonderful Whims Mod, den MC Command Center Mod und auch den UI Cheats Mod. Das habe ich ganz einfach deswegen gemacht, dass mein Spiel flüssig bleibt, auch wenn mehr als 8 Sims in meinem Haushalt sind. Die ersten wichtigen Einstellungen treffen wir im Wonderful Whims Mod. Dazu gehen wir auf Schwangerschaft und werden mal die Menstruation ausstellen. Dann gehen wir hier auf Verhütung und werden die komplette Verhütung deaktivieren. Außerdem gehen wir hier jetzt auf Dauer einer Schwangerschaft. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Einstellungen von diesem Mod oder von dem MC Command Center Mod greifen, deshalb treffe ich diese Einstellung einfach in beiden Mods und wir geben hier 1 ein. Das ist das Minimum einer Schwangerschaft, dauert also nur einen Tag. Als nächstes gehen wir auf die Schwangerschaftschance und wählen 100%. Also bei jedem Techtelmechtel sollte unser lieber Clemens schwanger werden. Und noch eine Einstellung, die ich grundsätzlich immer ändere, sind die Filzläuse. Ich möchte einfach keine Wuhu-Erkrankungen in meinem Spiel. Alles andere im Wonderful Whims Mod lassen wir aber gleich. Für die nächsten Einstellungen muss Clemens zum Computer und zwar müssen wir hier beim MC Command Center jetzt noch einige Dinge ändern. Und zwar klicken wir hier jetzt auf Einstellungen, dann auf Spieleinstellungen und hier haben wir dann Maximum Haushaltsgröße. Der Normalwert ist 8, ich werde das jetzt auf 10 erhöhen. Ja, ich weiß, es würden natürlich noch viel mehr Sims in einen Haushalt gehen, aber das halte ich einfach nicht aus. Das schaffe ich nicht. Und dann können wir hier ebenfalls unter Einstellungen die Altersspanne festlegen. Da werden wir auf Mensch gehen, dann auf kurze Lebensspanne und jetzt werde ich alles ändern. Bei Kleinkind geben wir jetzt 1 ein. Also ja, unsere Kinder sind tatsächlich nur einen Tag lang ein Kleinkind. Dann bei Kind geben wir 2 ein. Und Teenager dürfen unsere Sims 4 Tage lang sein. Sobald sie erwachsen sind, ziehen sie dann sowieso aus. Also ist mir dann eigentlich egal, was mit ihnen passiert. Und das war jetzt nicht irgendwie gemein gemeint, aber ich möchte Clemens nur dabei helfen, 100 Kinder zu bekommen. Und das ist ganz schön viel Arbeit. Also wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, dann müssen sie sich leider um sich selbst kümmern. Da habe ich keinen Einfluss mehr. Unsere Mods haben wir jetzt richtig eingestellt und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, Clemens hat auch jede Menge Geld. Denn er ist der Weihnachtsmann. Und wir haben leider keine Zeit, um uns einen Job zu suchen oder uns sonst irgendwie Geld zu beschaffen, denn das steht einfach nicht auf unserer To-Do-Liste. Alles, was wir tun müssen, ist neue Leute kennenlernen, techteln-mächteln, Kinder bekommen und diese großziehen. Vergiss übrigens nicht, mir gleich auf Twitch zu folgen, um nichts zu verpassen. Und schau am besten auch gleich auf meinem Discord-Server und auf meinem Instagram vorbei, falls es irgendwelche Änderungen geben sollte. Wenn du Fragen, Anregungen oder Ideen hast, schreib sie mir sehr, sehr gern in die Kommentare. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!